So, man sieht die Plattform da oben ja auch schon, ne? Ja. Sehr schön, da geht so ein Strahl durch. Verstehe ich gar nicht. Du kannst auf dem Weg immer mal noch ein paar Fences mitnehmen und haben dann wir, Fences hinstellen. Ja, haben wir denn hier noch Fences liegen? Nee. Hm. Ich hab die komischen Fences hier. Hm. Da muss ich ja welche basteln. Oh, hier ist Iron Ingot und Glas und so drin, ne? Wo? Ja, ja, ich weiß, weil ich da ja gerade was baue. Aha. Dann mach ich das hier draußen. Entschuldigung. Entschuldigung. Hm. Ja, ich musste Fluiduct bauen jetzt noch zwischendrin. Ich muss es eh wieder rausnehmen. Wie viel brauche ich denn hier? Eins. Das ist ja 8 breit. 8 mal 2 sind 16. Wa? Hm, ich glaube. Ah, und da ist das ganze Holz gleich weg. 60. So. Eine Christkente Hummer. Einen Christkenten Hummer brauche ich. Okay. Ich glaube, das Holz reicht nicht. Hm. Und mal Zinn. Und Eisen. Mach doch keinen Blödsinn hier. Blödsinn. Hm. Bazinga. Mann, ey, das sieht ein bisschen gefuscht aus, aber ist Absicht. Jawohl, ich hab einen Crest und Hammer. Einen Schraubenschlüssel, jetzt gehe ich ab. Und ich versuche ganz langsam hier reinzukommen. Schneller. So. Da dann hoch, da. Da, da, da. Boah, wie ging das nochmal weiter? Das ist schon wieder so lange her. So. Ach, ich wollte ja eigentlich Fences auf den Weg packen, hinten packen, ne? Ja, hab ich. Gekonnt, ignoriert. Hm. Ich sehe das schon. Hier so ein bisschen schummeln. So. Kann ich eigentlich gleich mal, erstmal mache ich hier die verdammte Fläche. Das sind jetzt 3. 4. 5. 6. 7. 8. So, magst du gleich schlafen? Ja, sofort. Gut, danke. Ja, Papa. Gut, mein Kind. Stolz auf dir. Ja. Ja, echt mal. War das. Genau. Sure. Und jetzt haben wir 3 Sugar Canes, die parallel wachsen. Yeah! Juhu! Die Who Girls. Who Girls. Ja, ich habe gestern. Achso, hast du das Ende von How I Met Your Mother gesehen eigentlich? Nein, habe ich nicht. Achso. Schade. Ich schätze auch nicht, dass du deine Aufnahme mit Spoilerwarnung versehen möchtest. Nö, aber das ist ja schon so lange her, dass... Ja, du meinst, jetzt ist das vollkommen okay. Ja. Was ich halt sagen wollte... Du hast sogar den ganzen Cobblestone mitgenommen. Ah ne, den habe ich weggemacht. Was ich sagen wollte ist,
dass sie ja geplant hatten, ein alternatives Ende auf der DVD sozusagen herauszubringen. So. Mhm. Und dass man da schon vermutlich jetzt im Internet das schon sehen kann. Ich habe zumindest das auf YouTube gesehen, dass es da so ein alternatives Ende gibt. Und ja, das ist interessant. Es gefällt mir zumindest besser als das, was das Original war. Aber einige sagen, ihnen gefalle das so besser. Andere sagen, nee. Also von daher ist immer so eine Sache, ne? Wie gesagt, ich kann gar nicht mitreden. Ja. Hast nie so geguckt? Oder so immer mal so sporadisch. Ich weiß nicht, bei Comedy-Serien ist das bei mir immer so, dass ich im Prinzip, ich habe da nicht so wirklich den Drang, irgendwie sequenziell mir diese Teile anzugucken. Mhm. So diese Hintergrundgeschichten oder sowas interessiert mich jetzt nicht so wirklich. Ich weiß nicht, das funktioniert bei Drama-Serien oder sonst irgendwas. Da funktioniert das gut, aber bei allem anderen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das fährt mich irgendwie nicht so richtig an. Da ist es halt auch nicht so wichtig, dass du es halt am Stück guckst, weil meistens guckst du es ja eh wegen den Pointen. Ja. Ich meine, klar, einige davon bauen halt natürlich auch irgendwo auf der Hintergrundgeschichte der Charaktere auf oder sonst irgendwas, aber es ist jetzt im Endeffekt doch alles nicht so, ja, nicht so zwingend notwendig, dass du im Prinzip das alles kennst. An sich richtig, ja. An sich. Außer man möchte wirklich wissen, wie er die Mutter kennengelernt hat, insgesamt. Ja, wie gesagt, also. Mhm. Das ist. Aber ist ja halt auch echt nur Comedy, ne? Also von daher. Ja, es geht mir aber wirklich, wie gesagt, also es ist eigentlich bei jeder Comedy-Serie so gewesen. Also sei das jetzt Big Bang gewesen oder How I Met Your Mother, ich habe eigentlich keine davon wirklich sequenziell gesehen. Was irgendwo natürlich auch schade ist, weil ich meine, das hat ja auch viel von dem Charme ausmacht. Mhm. Aber ja, da war ich halt leider etwas inkonsequent. Ja, ich schaue die halt eigentlich irgendwie immer, also wenn ich Serien so gucke, solche, ne, und die aktuell halt laufen, dann schaue ich die halt auch immer zur Zeit, so wenn sie halt eben da so sind. Als wenn die in den USA halt so laufen, ne? Mhm. Gibt ja da so. Wann das halt eben läuft, so Zeiten, ne? Die haben ja ihre Seasons sozusagen. Ja. Aber das kann ich zum Beispiel auch gar nicht. Also ich kann irgendwie nicht das direkt da gucken, wo es gerade läuft. Ich muss sowas alles dann irgendwie in einem Rutsch gucken. Ja, ne? Ich mag das irgendwie nicht, so eine Woche auf eine Serie zu warten. Und wie ist das bei zum Beispiel, also sich Game of Thrones? Oh Gott. Da stirbst du immer, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Da bin ich wirklich am Sterben jetzt, wenn ich schon wieder bis März warten muss. Das ist, also das ist schon furchtbar eigentlich, ne? Wenn man immer so lange drauf wartet. Ja, wobei, jetzt im Oktober kommt ja angeblich das neue Buch. Ja, da muss man. Und da bin ich dann erstmal eh wieder beschäftigt, also insofern. Ja. Bin immer brav am Lesen, also insofern. Und ja, ich weiß, bist du überzeugt von der Serie? Du meinst, ob ich das unterstütze von dem, was ich halt von den Büchern her weiß? Ja. Ja, es gibt manche Dinge, die sind halt wirklich sehr gut umgesetzt. Also halt auch einfach, meine, viele Dinge musst du halt auch einfach anders umsetzen, wenn du sie natürlich auf der Leinwand erzählst. Ja. Ja. Aber, ich kannte das Buch ja nicht. Ich war echt schockiert von der Bluthochzeit. Red Wedding, ja. Ja. Also ich dachte so, das kann man doch nicht machen. Aber inzwischen weiß man ja, er macht es halt einfach so, ja, ne? Genau. Er killt halt einfach mal eine ganze Familie weg. Das ist einfach echt krass. Ja. Dabei ist die schlimmste Person, die sterben kann für seine Bücher, ist er. Wie, was meinst du? Also, dass er stirbt und die Leute nicht wissen, wie es weitergeht? Dann sind die Bücher nicht zu Ende. Würde man ja niemandem wünschen. Aber
gab es mal so einen schönen Meme, da stand drauf, dass die Leute sich immer so ärgern, dass andere, dass die ihre Lieblingscharaktere getötet werden, aber sie bedenken dabei gar nicht, dass im Prinzip es am schlimmsten eigentlich wäre, wenn er sterben würde. Das heißt, er sollte es am besten schnell mal fertig kriegen. Das macht aber Sinn. Man will es halt meistens ja gar nicht, dass es fertig wird, so, ne? Nö, also, wobei ich sagen muss, also ich warte halt sehnsüchtig darauf, wie einige Dinge aus dem Buch jetzt umgesetzt werden und vor allem, ob einige davon eben aufgegriffen werden überhaupt. Oder ob die halt eben eher so einen Nebenstrang erzählt werden. Also es gibt ja wohl einige Dinge, die sind sehr viel ausführlicher beschrieben worden, obwohl im Endeffekt in den Büchern halt das Ganze etwas, ja, kurzweilig ist. Und halt, was noch viel häufiger der Fall ist, ist halt, dass halt einige Dinge kaum beschrieben sind oder gar nicht stattfinden, die eigentlich in den Büchern halt angezeigt werden. Was ich jetzt gehört hatte, ist eben, dass Hodor zum Beispiel Pause macht, weil er nicht vorkommt. Und dann macht er Rave of Thrones in der Zeit. Was ist das denn? Er ist DJ Hodor. DJ Hodor. Achso. Er hat auf jeden Fall eine Hook, die man sich gut einprägen kann. Huh? Hodor? Hodor. 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 Ja. Ich finde das irgendwie witzig. Also, da hat ja, ich finde, das ist gut geschauspielert, oder? An sich so? Ja. Also, ja, vor allem, ich meine, mit so wenig, sag ich mal, mit so wenig Text. Mit so wenig Wort, Wortschatz, halt so viele Dinge ausdrücken zu können, ist halt schon nicht gerade einfach, sage ich jetzt mal. Gehört dann halt um einiges mehr dazu. Ja. Aber da gab es auch einen sehr, sehr witzigen Tweet von George R. R. Martin, also vom Schriftsteller von dem Buch. Und da hat er geschrieben, er macht sich jetzt einfach mit dem nächsten Buch und schreibt einfach ein komplettes Kapitel aus der Sicht von Hodor. Und hat dann so im Prinzip so eine vorgeschriebene Seite. Steht ja, über den Kapiteln steht ja immer der Name der Person, aus deren Sicht das geschrieben ist. Und dann steht da eben Hodor und die ganze Seite immer noch Hodor, 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 Hodor. Also zum Schießen. Oh. Verdammt, mir geht gerade das Holz aus. Und schade, ich habe das Dach noch nicht fertig. Das Dach? Wozu brauchst du ein Dach? Ja, damit die auch den ganzen Tag über spawnen können. Ach so. Ist doch nicht so schlimm. Machen wir halt ein paar Nächte durch. Ja, ich habe das hier alles ausgeleuchtet. Ein bisschen Party machen. Dann ist das hier soweit ja, schon mal ganz gut. Dann hacke ich dir halt wieder ein paar Bäumchen. Ich hätte nicht gedacht, dass das nicht reicht. Waren 4 Stacks oder so, gell? Also insgesamt habe ich hier, glaube ich, fast 20 Stacks Dings reingehauen. Aber ich hätte mir ein bisschen sparen können, wenn ich teilweise halt mit Planks Slaps gearbeitet hätte. Mit Slabs, genau. Du kannst ja auch ganz dekadent machen mit Baumstämmen. Ja. So, ich packe jetzt erstmal die Falltüren hin. Wie macht man die nochmal zu, die Falltüren? Rechtsklick. Okay. Wie komme ich jetzt hier rüber? Oh Mann. Hast du wieder, schon wieder vorausschauend gebaut, oder wie? Nein. Nein, eben nicht. Na, das gefällt mir ja gar nicht, ne? Ach, oder? Oh nein, shit, das ist schlecht, das ist schlecht. Oh, was hast du gemacht? Das hört sich immer schon nicht gut an, wenn du sowas sagst. Da mache ich mir schon immer Sorgen. Da ist das Bucket. Wieso hüpfe ich hier durchgehend?